Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Erfahrungen in der Alternativmedizin. Heute geht es um etwas ganz Spezielles, um Zittern. Was tun, wenn man anfängt zu zittern? Und da stellt sich die Frage mal, wie entsteht überhaupt dieses Zittern und was kann man nachher tun? Hallo Daniel. Hallo. Ja, Zittern, interessantes Thema. Ich denke, mit dem Zittern meinst du nicht das Zittern, wenn es einem zu kalt ist und man sich wärmer anziehen muss? Nee, eigentlich schon nicht. Ich denke schon an Nystagmus. Also wenn man unwillkürlich zittert und nicht weiß warum. Ja. Und wie entsteht sowas? Also die Problematik ist, dass eigentlich die Information vom Hirn zu wenig schnell in die Peripherie geht und zu wenig schnell von der Peripherie wieder zurück, hat also mit der Geschwindigkeit zu tun, hat also mit den Bahnen zu tun, die um die Nervenbahnen drum sind. Das heißt, es hat um den Schutz der Nerven zu tun. Das heißt, die Nerven haben ja immer wieder einen Abstand zwischen den einzelnen Schutzschichten. Und wenn dieser Abstand nicht stimmt, wenn der verschmutzt ist oder wenn die sich berühren, sinkt die Geschwindigkeit massiv. Also wir haben, wenn wir eine Oxidation dieser Fettschicht haben, um die Zellen, um die Nervenzellen rum, es hat also mit Nervenzelloxidation zu tun im Fettstoffwechsel, dann haben wir eine Verschlackung, der Nerv ist ganz, aber der Schutz, das Kabel, wenn man so will. Und das Kabel muss immer wieder im regelmäßigen Abstand einen Abstand haben dazwischen. Das ist wie ein Funke, der rüberspringt. Und der Funke ist viel schneller dann, die Information, als der Nerv selbst. Also zum einfachen Verständnis, die Befehle, die vom Hirn kommen, kommen nicht hundertprozentig in der Geschwindigkeit und in der Qualität an der Peripherie, jetzt in diesem Fall am Armgelenk an, und man fängt an zu zittern. Genau. Oder umgekehrt. Und wenn ich das Problem habe mit diesem Zittern, was dann von alleine kommt, wie kann ich das behandeln, das Problem? Also für mich ist diese Sendung ganz wichtig, weil ich das vorwegnehmen kann. Je später man kommt, je weniger kann man es behandeln, nämlich gar nicht mehr. Also das ist wirklich etwas ganz, ganz Schwieriges, weil wir tausende von Kilometern Nervenbahnen haben. Und das heißt, wir müssen ganz, ganz früh müssen wir da eingreifen. Und wir kennen ja viele, auch die Krankheit Parkinson. Also wir wissen, dass es was ganz Gefährliches ist. Und dass es nicht wirklich 100% heilbar ist. Wir müssen lernen, mit den ersten Reaktionen aufmerksam zu werden. Also das heißt, plötzlich ist der Augenschlag nicht mehr regelmäßig. Das heißt, er ist zu nervös. Oder der Kopf bewegt sich. Das heißt, man kann den Kopf nicht mehr stillhalten, aber man zittert noch nicht. Also das sind alles Anzeichen, dass im Nervensystem schon eine Steuerungsproblematik nicht mehr funktioniert. Das heißt, bei den Augen, die brauchen ja unheimlich viel Energie. Bei den Augen, wenn die nicht mehr richtig verarbeiten können, wenn das Gleichgewichtsorgan nicht mehr richtig arbeiten kann, dann gibt es ganz, ganz leichte Störungen. Und weil das ja nicht weh tut, macht man nichts. Und es ist für mich einfach ganz wichtig, dass ich heute in dieser Sendung allen sagen kann, wenn ihr sowas spürt, sofort behandeln. Es gibt eine einzige Ausnahme, das ist, wenn man einen zu tiefen Blutdruck hat und zu schnell aufsteht, wird es einem schwindelig oder so. Aber bei allen anderen, wo man nicht auf den Blutdruck hinweisen kann, sind solche Vorläufer von so Zittern absolut schon ein erstes Indiz, dass irgendetwas nicht mehr richtig gesteuert werden kann. Am Anfang natürlich im Hirn. Und wenn dann das Zittern da ist, muss man sofort ganz, ganz, ganz schnell an der Reparation des Fettstoffwechsels arbeiten, also entgiften und Reparation des Fettstoffwechsels. Das ist enorm wichtig, weil wir haben eine
eine Fettoxidierung. Also das Fett oxidiert sich von selbst. Das heißt, das ist wie alles ist ja miteinander verbunden. Und sobald die Fettschichten dann kurz schließen, geht nichts mehr. Also alles ist viel zu langsam dann. Ne? Also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja eine Ursache von diesem Zittern, was ja entstehen kann, die Vergiftungen der Umwelt oder Ernährung. Ja. Gibt es noch weitere? Ist schwierig, die Ursache dann vom Fettstoffwechsel nebst der Vergiftung. Selbstverständlich kann auch, sagen wir, konstante Reizung da sein. Wir haben natürlich auch die stillen Entzündungen in den Arterien, die natürlich und auch stille Entzündungen in den Nerven, die das vom Immunsystem herkommen. Aber wir haben aus Erfahrung immer wieder festgestellt, dass eigentlich bei praktisch allen Nervenzitternprobleme es sind nicht nur Schwermetalle, sondern auch Gifte mitbeteiligt. Viele, viele Menschen hatten in der Jugend dann Kontakt zu Giften, entweder durch die Arbeit oder durch den Ort, wo sie lebten, oder weil der von der Umweltvergiftung schon sehr stark belastet ist. Also die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der zittert, schon lange, lange, lange vergiftet ist und der Fettstoffwechsel sich entzündet hat, ist fast 100%. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass die Vergiftung ein großer Faktor, eine Rolle spielt bei diesem Zittern, wie kann ich mich dann entgiften? Was für Möglichkeiten gibt es da? Je früher, je besser, deshalb diese Sendung, weil wenn wir die Ursache wegmachen, ich nehme jetzt mal den Extremfall, wir haben jemanden mit Parkinson und wir entgiften ihn, nützt es nichts mehr. Das heißt, es ist ja gut, wenn wir ihn entgiften, aber wir müssen dann eigentlich schon in den Zellstoffwechsel, der ja schon degeneriert ist, eingreifen. Wir haben eine Kettenreaktion im Fettstoffwechsel, der schon losgeht. Das heißt, in Anführungszeichen Krankheit, ich rede nicht von Krankheit, weil für mich gibt es nur Störungen, für mich gibt es fehlende Gesundheit. Aber hier müssen wir vielleicht mal kurz von Krankheit reden. Und wir wollen ja eigentlich das ganz, ganz früh feststellen. Es ist eigentlich eine einfache Diagnose. Das könnte, wenn man wollte, eigentlich praktisch in jeder Klinik und in jedem Spital machen. Und es wird einfach nicht gemacht. Es ist ganz einfach. Wir gehen in den Darm. Und wir gehen in den Darm rein und machen eine kleine Biopsie von den Darmnerven. Und dann sehen wir, wenn wir den Darmnerv unter der Lupe anschauen, ist der Darmnerv gesund oder ist er nicht gesund? Wenn er nicht gesund ist, kann man einfach davon ausgehen, dass die Gefahr einer Krankheit im Nervenbereich und dann natürlich auch kombiniert mit Zittern, es gibt ja nicht nur die Zitternkrankheit, sondern auch ganz andere, dass da wirklich Bedarf ist. Und wie gesagt, je früher man entgiftet, je besser. Je später man entgiftet, je mehr muss man nicht nur Therapien machen, sondern muss wirklich ganz, ganz schwierige intrazelluläre Vorgänge stoppen im Fettstoffwechsel. Und das kann man dann nur noch mit dem Plasmagerät. Ist anders nicht mehr denkbar. Kann man prophylaktisch irgendwas im Alltag integrieren, damit solche Probleme erst gar nicht auftreten? Ja, ich habe ja ein Buch darüber geschrieben, das nennt sich Umsteigen. Und da geht's ganz klar darum, dass man eigentlich, das Wichtigste ist das Bewusstsein, dass man mal weiß, mit dieser Umwelt kann ich noch so gut mich ernähren. Ich werde immer ein Manko haben, das geht nicht mehr. Auch wenn ich biologisch und so weiter habe, geht einfach nicht mehr. Wenn ich den Alterungsprozess wirklich ein bisschen verbessern will, also im positiven Sinn, dann muss ich mich regelmäßig entgiften. Und wenn ich die Mitochondrien oben halte, das heißt, wenn der Stoffwechsel oben bleibt und ich das einfach relativ früh mache, dann ist das Immunsystem immer so gut beieinander, dass es niemals gegen den Körper kämpfen wird. Das heißt, Autoimmunkrankheiten können nur entstehen, wenn zu wenig Energie da ist. Das heißt, das Immunsystem wird fehlgeleitet, weil keine Energie da ist. Niemand hat die Kraft, das Immunsystem zu steuern. Viren können plötzlich gewisse Sachen übernehmen und es entstehen Entzündungen im Fettstoffwechsel. Fast alle Entzündungen haben mit Fettstoffwechselstörungen zu tun, aber wenn das natürlich die Nervenbahnen trifft, also das heißt, die Verpackung der Nerven, dann ist das ganz massiv. Ja, vielen Dank, Daniel.
Okay, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank. Ich will da eigentlich noch ein bisschen in die Tiefe gehen und Ihnen erklären, dass wenn Sie entgiften, wenn Sie regelmäßig entgiften und wenn Sie regelmäßig das frühzeitig machen, dann kommen solche Sachen nicht. Es geht hier wirklich darum, um ein neues Bewusstsein. Zittern zu behandeln ist unheimlich schwierig. Sie müssen sich vorstellen, tausende von Kilometer entzündete oder degenerierte Fettschichten rund um die Nerven. Das ist eine riesen Geschichte. Und es ist auch so, dass natürlich die Medizin das ganz klar weiß. Sie gibt dann starke Medikamente. Aber es ist auch so, dass das Zittern nur noch in einem gewissen Bandbreite auch dann mit der Plasmatherapie nicht mehr ganz gelöst werden kann. Also da müssen wir auch Alternativmediziner zugeben, das ist auch nur verbesserbar, aber ganz sicher nicht mehr lösbar. Und das ist mein Aufruf, Zittern. Oder wenn das nur schon ein bisschen Zittern ist im Kopf, wenn Sie merken, das Auge verschwindet plötzlich ein bisschen, wenn der Partner sieht, da stimmt etwas nicht, beobachten Sie Ihre Partner. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man dann sofort was tut, weil wenn man nichts tut, weil es nicht weh tut, kommt es ganz sicher nicht gut. Das heißt, niemand kann davon ausgehen, dass wenn er solche Probleme erkennt an sich selber, dass es besser wird. Es wird garantiert nicht besser. Also das heißt, wir müssen etwas tun, wenn wir solche Anzeichen sehen. Das Schlimmste, was man im Alter haben kann, ist wirklich Nervenkrankheiten. Das Allerschlimmste, weil man ist im vollen Bewusstsein, man spürt alles, man weiß alles, alle Empfindungen sind da und jetzt beim Zittern alles geht den Bach runter, oder? Und ich kann euch nur aus meiner Erfahrung mit meinem Vater erzählen, der hat als Chemiker im Labor gearbeitet und hat sich über 40 Jahre konstant vergiftet. Und erst als ich dann, er pensioniert war, hat er langsam wieder mit mir Zutrauen gefunden, was meine Therapien anbelangt. Er hatte Zeit in der Pension, über solche Sachen nachzudenken. Und das war eindeutig einfach zu spät. Das Zittern war nicht mehr behandelbar. Das ist nur jetzt ein Fall, aber deshalb erzähle ich es auch. Ich habe bei Patientinnen und Patienten, die sehr früh das gemerkt haben, die haben sofort etwas gemacht, da könnten wir das sofort stoppen. Und das ist die wichtigste Aussage. Man kann es stoppen, aber die vollständige Heilung, wenn tausende von Kilometer Nervenstränge nicht mehr gesund sind, ist einfach eine Überforderung des Körpers. Und bis jetzt ist mir keine Therapie bekannt, die so schlimme Probleme lösen kann. Was man machen kann, ist jeden Tag dann die Heilung zu unterstützen, das heißt, die Nerven zu beruhigen mit der Matte, mit der Magnetfeldmatte, mit Nanomagnetfeldmatten hat man unheimliche Erfolge, was das betrifft. Wir haben vorher jahrelang mit einer Matte gearbeitet, die sogar ein paar stärker war und da hatten wir sehr viele Erfolge im Bereich von Nervenberuhigung. Aber alle Menschen möchten eine Heilung, alle Menschen möchten das finale Resultat und das ist in der Wirklichkeit nicht mehr machbar. Machbar ist höchstens weniger zu zittern, ruhiger zu werden, das Ganze in den Griff zu bekommen, vielleicht stoppen sogar, aber die Heilung, das was jeder sich wünscht, ist ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr machbar. Wirklich nicht und das ist wirklich traurig, aber es ist so, deshalb Aufforderung, bewegt euch an dem Tag, an dem ihr merkt, irgendetwas stimmt da nicht mit meinem Nervensystem. Ich kann das irgendwie nicht mehr richtig steuern. Es fängt fast immer mit dem Kopf an. Besten Dank, noch einen schönen Abend und auf bald und auf Wiedersehen.